habe ich gestern dann nicht geschafft mehr, weil ich noch zur Geburtstagsparty von meinem Opa musste. Er hat echt am 23. Geburtstag. Sehr lustig. Tja, und dann haben wir mit der Familie dort noch insgesamt 2 Flaschen selbst angesetzten Kirschlikör gesoffen und ich habe eine riesige Bowle voll Bowle gesoffen, fast ganz alleine. Es war lustig, deswegen habe ich dann aber auch nichts mehr geschafft. Ich bin nach Hause gekommen, dann hatte ich schon wieder diese Kletten an meinem Schuh und naja. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu Freddy Krüger 91527s Weihnachtszeit 2012, Folge 24 und außerdem auch noch 23. Yeah, fröhliche Weihnachten und so. So, dann werde ich mal schnell meinen Weihnachtskalender filmen, denn ich muss noch Geschenke einpacken. Das ist echt ziemlich schwierig dieses Jahr. Meine Schwester ist daran schuld, weil sie gesagt hat, ach genau, ich habe übrigens meinen Weihnachtsbaum auch aufgehangen. Ist er nicht prächtig? Ja. Ich habe nur leider die Lichterkette nicht mehr gefunden. So. Weihnachtsbäume. Einen aus Papier, einen aus Schokolade und einen, den ich mal sehen. Ich muss ihn ja eigentlich am 5. Advent anzünden. Das ist der 30. Das bedeutet, da gibt es dann tatsächlich schon Weihnachtsknaller. Silvesterknaller. Ja, es sind in meinem Fall dann Weihnachtsknaller. Dann werde ich das Ding mit einer schönen Batterie in die Luft jagen oder sowas. Gut, kommen wir erstmal zu dieser merkwürdigen Birne hier. Also ich kann wirklich ehrlich nicht sagen, ob das jetzt ein Sack oder eine Birne sein soll. Es ist wirklich schwer zu sagen, was das ist. Ja. Das sieht doch schrumpelig aus irgendwie. Wird wohl ein Sack gewesen sein. Gefüllt mit Milch. So einen Milchbeutel gibt es wirklich noch zu kaufen. Dass ich einen Teil der Weihnachts Geschenke gekauft habe, irgendwie war vor mir auch so ein Opa, der sich 2 Säcke Milch gekauft hat. Hat er dann voll in den Weg gepackt. Da musste ich meinen Rucksack dann so irgendwie an der Seite verstauen, damit er nicht auf diese Milchsäcke draufknallt und die dann zerplatzen und die ganze Soße dann überall über die Kassiererin fließt. Der hat sich aber auch Zeit gelassen irgendwie. Der hat sich nicht verpisst. Arschloch. So, und dann kommen wir zu diesem gigantischen Weihnachtsbaum. Er ist ebenfalls mit Milch gefüllt. Ja. Auf jeden Fall wünsche ich allen, die auf der Problem, ein fröhliches Weihnachtsfest. Viel Spaß mit ihren fürchterlichen Familien. Ja, und singt anständig. Wir werden wahrscheinlich auch wieder singen, die ganzen traditionellen Lieder hier. Das ist Zeug von den braunen Kringeln und so. Und es
ist ein Ros entsprungen aus einem fremden Stall und so ein Kram. Apropos Ros. Als ich das Papier kaufen wollte, musste ich auch 3 oder 4 Mal durch dieses Geschäft rennen, von dem meine Schwester gesagt hat, das liegt überall da rum, das Papier. Ich habe es aber nicht gefunden und als ich dann die 3. Runde irgendwie an den Weichspülern vorbeigezogen hatte und irgendwie schon wieder dieses rosa Stoffpferdchen gesehen habe, wollte ich den Laden schon verlassen und dann habe ich gesehen, dass die Papierrollen direkt neben dem Ausgang waren. Das heißt, ich bin gleich am Anfang vorbeigegangen an dem ganzen Mist. Wir hatten ein paar sehr interessante Sachen da gehabt, irgendwie so eine Badewanne, Stöpsel, Filter und so ein Zeug. Echt toll. Aber alles nicht besonders weihnachtlich. Und das Papier, was ich geholt habe, ist auch nicht sehr weihnachtlich. Die hatten da nur Happy Birthday Papier in Massen und dann noch irgendwelches Zeug mit Marienkäfern und Gänseblümchen und so, was eigentlich gar nicht zur Jahreszeit passt. Wahrscheinlich bin ich einfach zu spät gekommen. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht gestern kaufen sollen. War wahrscheinlich ausverkauftes Weihnachtspapier. Ah, ist ja auch egal. Tja, mal sehen. Es sind ja noch 2 Weihnachtsfeiertage, da kann ich euch ja erzählen, wie viel ich diesmal gesoffen habe. Ja, mal sehen, vielleicht nehme ich ein Aufnahmegerät mit oder sowas, dann kann man das ganze Gekrähe, was wir fabrizieren, anhören. Obwohl, andererseits, wer will das schon? Tja, gut, ich muss jetzt weiter Geschenke einpacken. Genießt die Feiertage und so.